Gottes Willen, was machst du denn da? Standard, zum Beispiel weiße Haut, große Augen und sogar dünne Figur. Und was Haut angeht, ist Deutschland so der riesige Gegensatz, weil weiße Haut in Deutschland gilt eher als kränklich. Meine Traumfrau soll schöne, lange, schwarze Haare haben. Dieser Satz hat mich in den letzten 30 Jahren sehr beeinflusst. Okay, ich bin schon mal raus. Eins, zwei, drei. Aber ich bin auch der Meinung, dass die innere Schönheit und die äußere Schönheit sollen nicht im Widerspruch zueinander stehen, oder? Ich meine, das Wichtigste ist, dass man sich selbst treu bleibt und dass man gesund ist. Um Gottes Willen, was machst du denn da? Ich frische mein Make-up auf. Sabrina, diese Lipgloss ist sehr schön. Probier mal. Okay, ich verstehe nichts von Lipgloss, also ob das schön ist oder nicht. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe vor wenigen Wochen, also mit 32, meinen ersten Lippenstift im Leben gekauft. Echt? Dann reden wir heute über das Aussehen und was man über Schönheit versteht. Okay, dann würde mich aber erstmal interessieren, was versteht ihr beide unter schön? Also China und sogar das ganze Ostasien hat ihr eigene Standards, zum Beispiel weiße Haut, große Augen und sogar dünne Figur. Ja, es war früher nicht so. Es gab in den 90er Jahren viele Filmstars. Einige waren sehr schlank, einige voll schlank, einige hatten sogar Mundgesicht, einige ovales Gesicht. Aber die alle galten als sehr schön. Aber leider gibt es jetzt nur eine Norm für die Schönheit. Kleines Gesicht, große Augen und sehr schlank. Okay, also sehr schlank, ja, das gilt in Deutschland auf jeden Fall auch. Also quasi jede Deutsche beneidet Chinesen um ihre Figur. Aber ansonsten glaube ich, also Augen müssen nicht unbedingt groß sein. Also Deutsche mögen auch die asiatischen mandelförmigen Augen sehr. Und was Haut angeht, ist Deutschland so der riesige Gegensatz, weil weiße Haut in Deutschland gilt eher als kränklich. Weil man, das bedeutet, man kommt nicht raus an die frische Luft, man hat keine Zeit dafür und wir mögen wirklich braune Haut, also gesunde Haut. Und ich weiß noch, als ich in Deutschland war, in der Schule, da waren Solarien der Hit schlechthin, Sonnenstudios. Jeder ging ins Sonnenstudio, um sich halt braun färben zu lassen. Und am besten waren noch, wenn du dann die weißen Streifen sehen konntest von deinem Bikini. Und ja, das war meine Jugend. Aber sag mal so, als Mann, was macht für dich eine schöne Frau aus? In meiner Kindheit habe ich eine Werbung gesehen. Damals hat der Filmstar Andy Lau darin so gesagt, meine Traumfrau soll schöne, lange, schwarze Haare haben. Dieser Satz hat mich in den letzten 30 Jahren sehr beeinflusst. Okay, ich bin schon mal raus. Bezüglich der weißen Haut verstehen wir in Ostasien ganz anders. Wenn eine Frau eine weiße Haut hat, dann bedeutet das, dass diese Frau nicht draußen arbeiten muss. Und deswegen ist sie viel eleganter und schöner. Und ein weiterer Grund liegt auch daran, dass das natürliche Aussehen der Deutschen und der Chinesen ganz anders ist. Deswegen, man braucht so etwas, was man nicht hat und also was exotisch ist. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ja. Und wir machen jetzt ein Spiel. Ich habe etwas vorbereitet. Okay. Sogar ein Spiel habe ich nicht damit gerechnet. Wie bewerten wir uns selbst? Okay. Nicht lümpern. Sehr, sehr lustiges Spiel. Ja, ich glaube, das ist sehr schwierig, besonders für die Mädchen. Okay. Okay, fertig? Ja. Eins, zwei, drei. Wieso so niedrig? Damit habe ich gar nicht gerechnet, ja? Sabrina, weißt du, dass alle Chinesinnen beneiden dich von deinem blonden Haar, deinen großen Augen und deiner weißen Haut?
Und Meng Yu habe ich auch schon mehrmals von Kollegen gehört, dass du den Filmstar Liu Shishi sehr ähnelst. Wieso so niedrig? Also, ich bin nicht mehr dünn, ich muss abnehmen. Also. Ich muss sagen, meine Augen gefallen mir auch relativ gut. Aber also gerade was meinen Körper angeht, bin ich von klein auf dick gewesen und ich war nie wirklich selbstbewusst. Und Kunjie, wie würdest du dich selbst bewerten? Na, also dann eine 6. Und ich glaube, ja, ich glaube, in Nordchina bin ich nicht genug groß. Und ja, ich bin schon sportlich, aber ich könnte noch 10 Kilo abnehmen. Oh, es scheint, wir alle machen jetzt Sorgen um unser Aussehen, oder? Ja, aber ich muss sagen, ich finde das Aussehen auch gar nicht so wichtig. Ich finde, es ist viel wichtiger, was in uns steckt. Denn ich meine, das Aussehen wird zum Großteil von unseren Genen bestimmt. Ich sage jetzt mal Haar, Frisur und sowas. Aber das kann man halt nicht wirklich ändern, es sei denn, man macht eine Operation. Und das Innere ist das, finde ich, was mehr zählt, weil das, darauf hat man mehr Einfluss. Wenn ich freundlicher sein will, dann kann ich das machen. Und wenn ich, keine Ahnung, mutiger sein will oder sowas, das liegt alles in meiner Hand. Das stimmt. Aber ich bin auch der Meinung, dass die innere Schönheit und die äußere Schönheit sollen nicht im Widerspruch zueinander stehen, oder? Ja, ich glaube, man muss zugeben, das Aussehen spielt eine wichtige Rolle im Leben. Ja, besonders, wenn man jemanden neuen kennenlernt. Ich habe sogar auch viele romantische Geschichten über die Liebe auf den ersten Blick gehört. Ja, das heißt auch, Aussehen ist schon wichtig. Aber ich glaube, mit der Zeit ist Aussehen vielleicht nicht mehr so wichtig. Intelligenz, Charakter oder Moral sind noch wichtiger. Und ich glaube, wir sollten nicht von der Meinung anderer beeinflussen lassen. Wir sollen unser ursprüngliches Selbst bewahren. Der Standard ist je nach Zeit und Orten unterschiedlich. Unser ursprüngliches Selbst ist am wichtigsten. Genau, da stimme ich auf jeden Fall zu. Und ich meine, das Wichtigste ist, dass man sich selbst treu bleibt und dass man gesund ist. Okay, dann muss ich mir mindestens ein 8 geben. Dann, wir beide haben 10 Punkte, oder? Okay, das ist alles für heute. Was denken Sie über heutiges Thema? Bitte hinterlassen Sie einen Kommentar. Und danke fürs Zuschauen. Tschüss. Tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.